Der Bundestag will über eine Regelung der Beihilfe zum Suizid entscheiden. Also darüber, wer unter welchen Voraussetzungen ein tödliches Medikament erhalten darf. Es liegen zwei verschiedene Gesetzentwürfe vor. Und über selbstbestimmtes Sterben möchte ich reden mit Claudia Kahle. Sie ist Allgemeinmedizinerin in Celle und Palliativärztin. Und außerdem noch Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin und beschäftigt sich dort ausführlich auch mit dem Thema. Hallo Frau Kahle, ich grüße Sie. Ja, hallo Frau Martini, vielen Dank, dass ich da sein darf. Frau Kahle, nehmen Sie uns ein Stückchen mit in Ihren Alltag. Sie haben junge Patienten, mittelalte Patienten, alte Patienten. Wie oft kommt da so ein Wunsch oder die Äußerung, ach, jetzt würde ich doch gerne sterben, ich habe mein Leben gelebt? Ja, also wir betreuen tatsächlich von Kindern bis Hochbetagten alle Menschen in unserer Praxis. Das ist eine Gemeinschaftspraxis. Diese Wünsche sind nicht sehr häufig. Es ist nun auch nicht so, dass die Patienten zu mir in die Praxis kommen und sagen, Frau Kahle, ich würde jetzt heute gern mal mit Ihnen über den assistierten Suizid sprechen und ich brauche eine Sterbehilfe, sondern es ergibt sich vielmehr aus dem Beratungsanlass. Da kommt dann vielleicht die 80-jährige Patientin mit dem Beratungsanlass, dekompensierte Herzinsuffizienz, also sie hat dicke Beine, Luft nötig, sie kann sich nicht mehr bewegen und im Rahmen der Therapiebesprechung oder Optimierung fällt dann vielleicht auf, dass sie sehr bedrückt ist, sehr traurig ist und dann wird sie von mir angesprochen und dann kommen eben solche Dinge, dass das Leben ihr sehr schwer fällt, dass sie nicht mehr so belastbar ist, dass sie Angst hat, ihren Haushalt nicht mehr zu schaffen, den Einkauf nicht mehr. Also diese Angst vor Autonomieverlust. Und dann fällt auch schon mal der Satz, es wäre auch schön, wenn ich jetzt mal sterben dürfte. Wenn so ein Satz kommt, was machen Sie dann als Hausärztin? Was für Möglichkeiten haben Sie? Also im Moment begleite ich das natürlich empathisch. Ich nehme diesen Wunsch sehr ernst und hake nach, wie dringlich ist denn dieser Wunsch, wie fest gesettet ist dieser Wunsch. Es gilt natürlich bei sowas immer abzuklären, die akute Suizidalität, wo sich jemand wirklich geplant umbringen will. Das ist aber bei den hochbetagten, betagten Menschen eher nicht der Fall. Und dann schauen wir einfach, was wir verbessern können. Also wo ich ansetzen kann, dass es der Patientin besser geht, dass es vielleicht Hilfe gibt von außen über Pflegedienste, Verbesserung der Therapie, um dann noch eine bessere Lebensqualität zu bringen. Das bedeutet also, Sie haben quasi die Chance, den Menschen ein leichteres Umfeld zu schaffen oder ihnen dabei zumindest zu helfen. Das ist eine Option. Eine weitere Option, die uns als Ärztinnen und Ärzte offen steht, ist natürlich der Behandlungsabbruch. Das war hieß früher mal passive Sterbehilfe, wo wir sagen, gut, wir beenden die Therapie und gehen dann eben in die palliativmedizinische Schiene über und machen Symptomkontrolle, sorgen eben dafür, zum Beispiel wie jetzt bei dem Beispiel mit der Patientin und der Herzschwäche und der Luftnot, dass sie eben keine Luftnot leiden. Das kann man mit Medikamenten durchaus hinbekommen, um dann eben das Leben nach hinten raus zu verkürzen. Aber um diesen Weg zu gehen, haben die Patienten sehr häufig Angst. Sie haben Angst vor der Luftnot, sie haben Angst vor das, was auf sie zukommt, vor den Symptomen. Und dann fällt es eben manchmal auch schwer, einfach zu sagen, dann nehme ich die Medikamente nicht mehr. Wir haben jetzt geredet über die alten Patienten, aber nun gibt es auch die schwerkranken Patienten, die zum Beispiel Multiple Sklerose haben, die wirklich, wirklich schwer krank sind und zusehen, wie sie Schritt für Schritt einfach eingeschränkter sind. Wie geht man mit diesen Patienten um? Wie kann man denen helfen? Wir haben jetzt diese zwei Gesetzentwürfe, die da liegen und die Abhilfe geben sollen oder die einen Weg zeigen sollen, wie selbstbestimmtes Sterben funktioniert. Ja, auch hier, es geht natürlich, das Prozedere, was ich gerade beschrieben habe, gilt natürlich sowohl für die jungen als auch für die mittelalten und hochbetagten Patienten. Bei den jüngeren Patienten muss man natürlich auch nochmal ganz klar, jetzt mal unabhängig von dem Patienten mit den schweren neurologischen Erkrankungen, auch ganz klar sagen, hier müssen wir eine akute Suizidalität immer ausschließen. Also das darf nicht sein, dass wir so etwas übersehen und dann tatsächlich noch mit einer Psychotherapie, mit Hilfestellung diesen Menschen vielleicht von seinem Sterbewunsch hätten abbringen können.
aber auch für die Patienten mit schweren neurologischen Erkrankungen, Multiple Sklerose, ALS zum Beispiel, da ist es absehbar, dass diese Patienten versterben werden und die werden eben auch keinen leichten Weg haben. Auch hier setzt natürlich irgendwo die Palliativmedizin wieder an, die Leiden lindert, aber es ist für die Patienten möglicherweise doch nicht erträglich. Und die hätten jetzt dann eben den Wunsch, die Möglichkeit mit den Gesetzentwürfen und je nachdem, welches Prozedere dann vorgeschrieben ist, dann an ein tödlich wirkendes Medikament zu kommen, um diesen weiteren Leidensweg nicht gehen zu müssen. Aus Sicht der Hausärztinnen und Hausärzte, was bräuchten Sie denn eigentlich, um wirklich diesen Patienten, sowohl den Schwerkranken als auch den Alten, wirklich gut helfen zu können? Weil Sie sind im Moment in einer Grauzone eigentlich unterwegs. Ja, so ein bisschen. Also was wir Hausärztinnen bräuchten, wäre tatsächlich einmal Fortbildung zu dem Thema. Ich glaube, da ist noch ganz viel Bedarf, um einfach auch für uns selber eine Haltung dazu zu entwickeln. Also es ist ja so, in der Berufsordnung der Ärztekammer ist ja festgelegt worden, dass wir das jetzt tun dürfen, aber dass das keine ureigenste ärztliche Aufgabe ist. Von dementsprechend steht es uns als Hausärztinnen und Hausärzten frei, bei Beihilfe zum Suizid zu leisten oder eben nicht. Und man muss, glaube ich, auch eine eigene Haltung dazu entwickeln, um den Patienten unabhängig von seiner eigenen Meinung beraten zu können. Weil es steht mir irgendwo nicht zu, zu sagen, das kann ich jetzt gut nachvollziehen, dass du das möchtest. Oder bei dem anderen Patienten, der mit 45 seine Familie beim Autounfall verloren hat und todtraurig ist, weil das war die Liebe seines Lebens und möchte jetzt eben auch sterben. Und bei dem sage ich dann, nee, das kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Also wir dürfen nicht in diese Nachvollziehbarkeitsfalle treten. Und da wäre eine gute Fortbildung zur eigenen Entwicklung und Haltung zu dem Thema sinnvoll. Das läuft jetzt auch an in einigen Ebenen. Und diese Sterbewünsche werden an uns herangetragen. Also es ist auch völlig unabhängig, ob wir jetzt in dem Gesetz mit vorkommen und das beraten tun. Was wir auf jeden Fall tun werden, ist die Beratung vor der Beratung. Also dass die Patienten vertrauen uns, die kennen uns, die kommen zu uns, die sind offen zu uns. Und diese Beratung vor der Beratung wird auf jeden Fall in den Hausarztpraxen laufen. Und dafür würde ich mir Zeit wünschen. Also wir sind sehr belastet mit unnützem Kram, sag ich mal. Und Zeit dafür, diesen Patienten mit seinen Sorgen, Ängsten Raum zu geben und zu besprechen, was man weiter tun kann, das ist sehr wichtig. Unabhängig von der Zeit, wenn wir das haben, brauchen wir natürlich auch ein soziales Netzwerk. Wir brauchen Sozialarbeiterinnen, wir brauchen Psychologen. Also es nützt ja nichts, wenn wir dieses Gesetz haben und wissen, was wir dann machen können. Aber wir können jemanden, der einen Sterbewunsch hat, dann nicht zum Psychologen schicken, weil der erst nach 18 Monaten dort einen Termin bekommt. Das ist natürlich unerträglich. Sowas funktioniert da nicht. Wir brauchen Altersbegleiterinnen und vielleicht auch Angebote für Betagte und Hochbetagte, dass die sich nicht unnütz fühlen, ja, und dass man eben diesen Autonomieverlust auch und diese Angst, von der Wohnung in ein Pflegeheim zu müssen, vielleicht entschärfen kann und damit sorgen kann, dass die Patienten und Menschen länger in der Häuslichkeit verbleiben können. Claudia Kahle, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Sehr gerne.